Da bin ich auch schon wieder, euer Mammut mit dem Let's Play Sonic the Hedgehog 2. Wir sind heute in der Metropolis-Zone. Und das ist die Zone, wie ich gesagt habe, die drei Akte hat. Und erst dann kommt ein Endboss. Ach, kein Endboss, aber halt ein Boss. Und ja, das ist auch ein eher nerviges Level. Ihr seht das hier schon, diese Sterne da rechts eben. Sobald du dich einen Punkt zu nah ran bewegst, explodieren die. Und diese Krebse da eben, die sind auch nicht nett. Und diese Stelle, davon gibt es auch so ein paar. Ich mag ja nicht so Sterne, wenn man sich zerquetschen lassen kann, da war wieder so ein Stern. Und da ist nochmal so ein Stern. Also manche Sterne explodieren auch nicht, aber der schon, verdammt. Das erkennt man immer daran, ob nun die Augen leuchten oder nicht. Also ich spiele auch übrigens für euch mal gerne ein Sonic Hack. Also ein gehacktes Sonic-Spiel, das vom Layout halt einfach anders ist. Ein Sprite Hack lohnt sich nicht, das nochmal anzuspielen. Aber halt eins, das vom Spiel her was ganz anderes ist, würde ich euch auch nochmal Let's Playen. Ihr müsst es mir halt nur sagen, was das ist, wo ich mir das herholen kann, und dann tue ich mir das gerne für euch an. Oder ihr könnt auch selbst Sonic Hacks kreieren. Und dann mache ich das. Müsst ihr halt wirklich immer nur in die Kommentare schreiben. Oder auch per PM senden, das geht natürlich auch, aber auf jeden Fall müsst ihr mit mir kommunizieren. Andernfalls kann ich eure Gedanken nicht lesen. Und das ist jetzt hier ein eher langweiliger Part, weil immer noch rumspringen und irgendwie Schalter betätigen und irgendwas passiert dann, und dann kannst du auf das, was irgendwie passiert ist, weiterkommen. Und hier darf ich jetzt diese Schraube hier betätigen. Wenn die nach ganz unten oder nach ganz oben kommt, dann werde ich natürlich zerquetscht. Wenn die nach ganz unten kommt, dann kann ich mich wieder frei bewegen. Ich kann natürlich auch vorher abspringen. Die braunen Kästen hier sind auch nicht nett, da kommen da diese Speere raus. Jo. Was alles in meinen Spielen nicht nett ist, ne? Yay, 100 Ringe. Was war ich damit? Moment, wahrscheinlich nichts, aber gleich wahrscheinlich verlieren. 1 braunen Kasten zum nächsten braunen Kasten. Hier so einen Schalter betätigen, wenn ich hier. Die Sterne sind manchmal echt Panik. Ah! Aufreibend. Ich dachte jetzt schon, ich falle hier irgendwo tief runter, aber nein. Gott sei Dank nicht. Wo? Ich muss nach rechts. Ich muss immer nach rechts. Und grundsätzlich immer nach rechts. So, Akt 1 haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Ab in Akt 2. So, da sind wir schon in Akt 2. Hier ist jetzt auch wieder Lava. Ja, die Lava schmilzt nicht das Metall. Nein. So eine bestimmte Metalllegierung, darum schmilzt es nicht. Und Tails springt mal wieder wild herum. Warum auch immer. Er will wahrscheinlich einfach nur Aufmerksamkeit. Ja, der Krebs hier ist echt nervig. Und da komme ich selten dran vorbei, ohne von dir getroffen zu werden. Und hier diese Möchtegern-Käfer, die ihre Klingen werfen. Hier nochmal. Super. Also diese Sonic Spin, diese zusammenrollen und dann irgendwo hinrollen, der ist schon echt super. Schade, dass es den in Sonic 1 nicht gibt. Na gut, es gibt einen Sonic Hack, da kann man das benutzen. Aber nee. Und man hat sich halt früher schon gewünscht, das in Sonic 1 gehabt zu haben. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, es wirklich zu haben, dann ist es einem auf einmal egal. Ja, jetzt bin ich hier schon wieder. Jetzt habe ich was falsch gemacht. Ich weiß den Weg nicht mehr, oh mein Gott. Oder es sieht einfach nur alles gleich aus, kann auch sein. Ja, ich bin wahrscheinlich da runtergefallen, ne? Hier ist ein Geheimgang. Wow, mit Lava. Ich mag Lava.
Hat was Diabolisches. Noch mal so ein Krebs. Ey, ja, ich sollte vielleicht nicht auf dieses große Dingstar springen. Das macht auch wenig Sinn. Warum sollte man sowas wollen? Nein, nicht so. Och, Leute. Wow, ich wollte doch nur den Ring haben. Egal. Ja, toll. Jetzt müssen wir nochmal von ganz Anfang von Akt 2. Super. Toll gemacht, Mammut. Ach ja. Damals konnte ich das viel besser. Damals ist vorbei. So. No, ja, jetzt ist aber gut hier. Jetzt will ich da hoch. So. Genug gefehlt. Nein. Oh, Leute. Dann gehe ich jetzt halt hier lang. So, was habt ihr nun davon? Gucken wir mal, was uns in dieser Richtung erwartet, wenn ich es denn schaffe. Hoch da und drauf da. Perfekt. Und weiter. Ein blinkender Aufzug. Oh mein Gott. Ah. Ach, die Stelle. Ich erinnere mich. Da ist man hinterzukommen, dass man sowas machen muss. Yay! Wow, och, ich wollte jetzt da in den Sternkreis rein. Ich war zu spät in der Reaktion. Wir gehen jetzt hier nach rechts, nicht nach unten. Einfach, weil ich das so will. Ja, und in die Lava wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber egal. Von den Dampfwolken wollte ich sagen, wenn man sich da treffen lässt, dann bekommt man Schaden. Ich wollte es euch nicht zeigen, ich wollte es nur sagen. Egal. Weiter geht's. Wir gehen hier jetzt immer noch nach rechts. Gehen diesmal nicht ganz so schnell, damit wir hier auf die Dinger drauf können, damit wir nicht in die Lava fallen, die unter uns ist. Diesmal haben wir Ringe und werden von diesen Dampfwolken da nicht gleich getötet. Wow, aber von dem Stern, der über uns explodiert ist, super. Ich mag diese Sterne nicht. Wow. Ein Krabi. Ich weiß, Krabi gehört zu Pokémon, aber auch ich habe früher mal Pokémon gespielt. Ja. Aber nur bis Gold und Silber. Der Rest war kacke. Die ersten 150 Pokémon waren eh die besten. Aber das ist ein anderes Spiel. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht Let's Playen. Höchstwahrscheinlich. Das ist, ich würde mich selbst wundern, wenn ich das machen würde. Oh nein, der wirft jetzt bestimmt hier gleich mit seinen Klingen. Jo, und die verfolgen mich super. Genau, jetzt ist die Schraube da oben, das heißt, ich muss jetzt ein Stück zurücklaufen, damit sie sich resettet. Und dann können wir auch schon weiter. Bei meinem Glück hat dann die Käferfee da oben neue Klingen. Und wird mich dann nochmal abwerfen wollen. Tatsache. Leck mich. Ganz ehrlich, leck mich. So. Noch so ein Vieh. No. Ja, ist ja gut. Aber ich habe wieder einen Ring. So. Weiter geht's. Oh, ich laufe auch wirklich in jeden einzelnen Scheißgegner rein. Ich weiß gar nicht mal warum. Das macht mir gar keinen Spaß. Oh, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Los, jetzt nochmal. Das war knapp. Hätte mich fast aufgespießt, dieser Speer. Hier müssen wir jetzt wieder hoch. Das war früher so eine Stelle, da musste ich auch lange überlegen, bis ich da die Idee gekommen bin, wie man jetzt genau hochkommt. Ne, es gibt ja die Variante, einfach hochspinnen lassen und springen drücken. Oder hochspinnen lassen und einfach in die jeweilige Richtung, wo du hin möchtest, drücken.
ohne zu springen. Und ich habe da aus irgendeinem Grund immer die falsche Variante benutzt. Deswegen hat das auch teilweise dann so lange gedauert, bis ich dann weitergekommen bin. Aber es liegt halt auch daran, dass ich früher einfach jünger war. Hier nochmal so eine Stelle. Zu Spin und springen. Und zur Seite drücken. So. Dann brauchen wir auch eigentlich die Plattform, die da ist. Und dann rollen wir rückwärts ins Ziel. Das war Akt 2. Und jetzt gehen wir gleich in Akt 3. Mhm. Auf. Ein paar Ringe hier einsammeln und in den Gegner rein. Super. Ganz toll gemacht habe ich das. Jetzt haben wir hier so einen Vorgänger einer Lokomotive oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwas, was total unnötig ist, animiertes. Und. So. Da ist wieder so ein Stern und noch ein Stern und ganz viele Sterne, die explodieren wollen und mich dann so ein bisschen ertöten. Hier ist noch sowas, das macht einen platt. Noch sowas, super. Hier runter. Ja, es gibt manchmal auch diese messerwerfenden Käfer, die an der Decke stehen. Das gibt's auch, die sind auch nicht nett. Sterne sind in diesem Level, glaube ich, mit am gemeinsten, zusammen mit den Krebsen. Und da ist ein Sternenkreis. Hier, yeah, ich spring mal rein. Yeah. Und jetzt gucken wir, wie das Mammut richtig fehlt. Oh, ich hab Ringe. Yeah. Noch mehr Ringe. Yeah. Manchmal kommen hier auch diese schwarzen Kugeln einfach so um die Ecke und du siehst nicht, dass sie kommen. Du musst es wissen, dass sie kommen. Andernfalls schlecht. Um wirklich jedes Level dieser Bonus-Level perfekt zu können, muss man die nahezu schon auswendig können. Muss man wissen, wann welche Ringe kommen. Andernfalls so schnell reagiert der nicht, beziehungsweise der Weg zu den Ringen ist einfach zu weit. Wenn man es nicht weiß, wo die Ringe kommen. Wenn man Tails hier im Schlepptau hat, sowieso. Es mag jetzt vielleicht noch einfach aussehen, aber es ist nicht einfach. Es ist verdammt kacke doof. Ja, da habe ich nichts. Auch mal treffen lassen wir den Kugel. Ich brauche noch 29 Ringe. Schaffe ich bestimmt nicht. Ja, ich lasse sich nochmal treffen. Da, es fehlen 15 Ringe, damit ich hier den nächsten Chaos einmal bekommen könnte. Das ist wirklich das Sonic-Spiel, wo ich das Bonus-Level am wenigsten mag. Ich hier einen Ring, damit ich hier nicht ganz ohne Ringe dastehe und gleich ein Stern kommt und explodiert und dann haha. Nee, das möchte ich nicht. Ja, ich springe in die Dampfwolke. Super. So, hoch da. Ey. So. Jetzt schon, ich bleib schon wieder in der Dampfwolke stehen, aber nee, ich hab's ja geschafft. Das ist ein Sichlophi. Ja, die Dinger erinnern mich irgendwie an Sichlo aus Pokémon. Wer es kennt. Für die anderen ist es ein grünes Käfervieh mit langen Klingen an den als Hände. Und nichts anderes sind diese Käfer hier auch. Jetzt, ach, endlich bin ich hier hoch. Wow, da bin ich zu hoch gesprungen.
So. Das hätten wir. Wir gehen mal weiter. Wir haben einen ganzen Ring. Ja. Wir sind total im Bach. Nichts kann uns aufhalten. Na gut. Die ganzen Viecher hier gekriegt. Jetzt habe ich es mal geschafft, ohne mich treffen zu lassen. Endlich. Ich wusste nicht mal, dass da einer steht. Das war Zufall. Hier jetzt wieder die Sterne an der Wende. Wenn ich jetzt hier hochgehe, das ist nämlich immer nervig. Ich muss dann nämlich zwischendurch anhalten, damit ich hier nicht von den Stacheln getroffen werde, die sie von sich wegschießen. Ist eine lange Schraube. Da ist wieder ein Stern, der nicht explodiert. Hier ist wieder einer, der explodiert. Da war auch einer. Es war ganz knapp, dass ich nicht getroffen wurde. So. Und weiter. So, ich glaube, jetzt gleich kommt dann der nächste Boss. Der ist auch etwas gemeiner. Und zwar, ihr werdet das gleich sehen. Er hat hier so Kugeln um sich rum. Und man muss ihn treffen, ohne von der Kugel getroffen zu werden. Und das ist beim ersten Mal nahezu unmöglich. Dann wird diese Kugel, die dann frei geworden ist, zu so einem kleinen Ballon. Den muss man kaputt machen. Und dann fängt er oben an, wieder sich zu bewegen. Und man kann dann weiter drauf einspringen. Am besten man springt gleich, wenn man so kurze Zeit unverwundbar ist, mehrere Male dagegen. Dann hat man eine bessere Chance zu treffen. Und zweimal, beziehungsweise dreimal, man muss ihn nachdem alle diese Ballons weg sind, noch einmal treffen, weil dann geht er nämlich so klein Enrage-Modus. Er fliegt jetzt hier umher und ballert alles nieder. Habe ich jetzt einfach nur mal gezeigt, damit ihr es seht. Einfach nur noch mal einspringen und der ist kaputt. So, und dann sind wir jetzt endlich durch die Metropolis-Zone. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, euer Mammut. Dann sind wieder so ja, Geier drin, Affen, Eichhörnchen, keine Ahnung. Jetzt müssen sie hier beide balancieren.